Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es was besonders Interessantes, und zwar die Fujifilm GFX 50S Version 2. Hochinteressante Kamera, hat mit der alten GFX 50S eigentlich nur eines gemeinsam, und das erfahrt ihr gleich. Mit der Fujifilm GFX 50S hat Fuji eine hervorragende Kamera rausgebracht. Und was das für euch ja bedeutet mit dem Mittelformat, sehen wir hier. Pixel Pitch 5,3 μ bei über 50 Megapixel. Steckt da schon im Namen drin, GFX 50. 51,4 sind es ganz genau, also ganz doll viele Pixel. Und obwohl wir so viele Pixel draufpacken, haben wir einen Pixel Pitch, das ist der Abstand von Pixel zu Pixel von 5,3 μ. Nur mal so zum Vergleich, eine A7 R4 hat zum Beispiel 3,7 μ, eine R5 4,4 über den Daumen. Also hier auch hochauflösende Kamera im Vollformat-Kamerabereich. Dadurch, dass es halt auf einen in Anführungszeichen kleineren Sensor, den Unterschied seht ihr hier ja, rund 860 Quadratmillimeter packen müssen, haben wir natürlich gegenüber den über 1400 Quadratmillimetern deutlichen Nachteil. Und dieser Pixel Pitch, dieser Abstand von Pixel zu Pixel, das ist natürlich wichtig für Rauschverhalten, für auch die Themen wie Dynamikumfang, da komme ich gleich noch drauf. Aber auch für die Dinge, was kann ich noch für Blenden einsetzen? Also da ist es auch noch mal eine Geschichte. Hier kann ich ganz locker, ich zeige euch das nachher auch mal, Blende 32 einsetzen, wo wir ja im Kleinbildformatbereich schon deutlich in den Bereich der Beugung reingehen. Alter Wein in neuen Schläuchen, habe ich bei den Rumors schon so ein bisschen gelesen, ist totaler Quatsch, weil dieser alte Wein, das bezieht sich auf den Sensor, das ist ja der bekannte Sensor und auch bewährte Sensor der GFX 50S. Der wird hier nämlich mit dem neuen X-Prozessor 4 zu einer absoluten Höchstleistung gebracht. Und was der alte Prozessor konnte, das zeige ich euch hier mal. Es gibt hier eine richtig geile Nerd-Seite, und zwar die Photons to Photos, die sich ausschließlich die Sensoren anschauen. Also wie gesagt, all das, was jetzt kommt, ist es für den Sensor. Hat überhaupt nichts mehr mit dem Thema der Optik zu tun, sondern hier rein die Sensor und natürlich auch die Prozessortechnologie, die dahinter steckt. Was das heißt und wie wir uns da auch verbessert haben, zeige ich hier mal kurz hier so eine EOS 5D erste Version, um mal zu zeigen, wie wir die Qualitäten verbessert haben. Es geht hier nämlich um die Erhöhung des Dynamikumfanges und wie der sich bei verschiedenen ISO-Settings, das ist das nach rechts rüber, verhält. Hier mal dann der Vergleich von der EOS 5D zu einer EOS R5. Und da sehen wir mal deutlich, wie sich natürlich der Dynamikumfang verbessert hat, der Dynamic Range. Und natürlich auch die Erhöhung der ISO-Zahlen da mit einkommt. Dass das alles so eine gewisse Standardgeschichte ist in den verschiedenen Sensorgrößen, sehen wir hier. Ich habe hier mal von Sony die ILSA 1 drüber gelegt. Hier sehen wir auch, dass die etwas später dann in die Dual-ISO-Geschichte dann reingeht, aber sonst relativ ähnlich ist. Auch eine Panasonic, hier sehen wir, die geht noch ein bisschen später hoch. Also die sind alle, diese Kleinbildkameras, alle ähnlich im Dynamikumfang, so give or take. Wenn wir jetzt aber den Sensor der GFX 50S, also den alten, der alten Kamera mit dem alten Prozessor dann da drüber legen, da sehen wir hier schon, dass wir eine ganz andere Geschichte haben. Hier werden nämlich die Reserven rausgeholt, und hier haben wir selbst bei den hohen Empfindlichkeiten haben wir hier auch nochmal einen sehr, sehr guten Dynamikumfang. Also wie gesagt, da haben wir einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Kleinbildsensor. Und mit dem neuen Prozessor können wir das natürlich voll ausspielen. Und da war ich für euch mal bei den Steinen hier. Und das gucken wir uns mal an. Was da nämlich drin steckt, auch in den Daten. Wir sehen hier ISO 200 mit dem neuen 3570. Da komme ich auch noch gleich drauf. 5,6 mit einer 4000 Sekunde. Weil ich habe hier nämlich einfach mal auf die Lichter belichtet.
Adobe Rohdatenkonverter mal kurz weiß-schwarz eingestellt. Die Tiefen ziehen wir mal hoch, korrigieren nochmal die Belichtung und da sehen wir, was wir da an Reserven drin haben. Und wenn ich jetzt die Lichter auch nochmal runternehme, habe ich wieder die Zeichnung in den Wolken drin. Also unwahrscheinlich, was wir haben. Und jetzt haben wir natürlich normalerweise das Problem, wenn wir es ranzoomen, sehen wir, dass die Qualität nicht mehr so doll ist. Wir sind hier bei über 150% und haben noch eine super dolle Qualität. Also da sehen wir, was an Reserven in diesem Sensor drin stecken. Deswegen dieser Sensor auch unwahrscheinlich gut für das Thema Architektur, Landschaft, Still Life und so weiter. Er ist nicht ultra schnell, 3 Bilder pro Sekunde ist nicht ganz zeitgemäß, beim Mittelformat ja, aber bei der allgemeinen Kamerageschichte natürlich nicht. So, und jetzt kommt nämlich das große Coole dabei. Der GFX 50S hat man in das Gehäuse der neuen GFX 100 gesteckt. Und das ist die alte GFX 100. Die neue GFX 100 hat ja diese Größe. Und das hat natürlich dann den großen Unterschied, dass wir hier eine extrem kompakte Geschichte haben. Und auch im Gegensatz zur alten GFX 100 haben wir hier ja einen IBIS drin. Und die Anti-Wackelei funktioniert hier hervorragend. Wir haben lediglich beim 100-200 und beim 250er haben wir 5,5 Blendenverbesserung. Bei allen anderen Objektiven haben wir 6,5 Blendenverbesserung, was natürlich eine super coole Geschichte ist. Und das ist halt wirklich ein echter Fortschritt. Hier übrigens so über alle Objektive, bis auf die beiden genannten Objektive, haben wir bei der GFX 50S Mark II eine halbe Blende etwa bessere IBIS-Ergebnisse als bei der 100-Megapixel-Version. Also da auch ziemlich cool. Das 35-70er, das habe ich ja schon mal angesprochen, das habe ich hier auch gerade drauf. Extrem kompaktes Objektiv, gerade auch für dieses Thema Landschaft und ich sehe es vor allem auch für das Thema Reisen. Ein sehr, sehr cooles Objektiv. 4,5 bis 5,6 klingt nicht besonders lichtstark, aber wir haben schon gesehen, dass der Sensor da sehr, sehr viel rausholen kann. Und mit 384 Gramm, ich habe es direkt mal gewogen, mit 384 Gramm ist es natürlich auch ein sehr, sehr leichtes Objektiv. Ganz interessant für mich auch 72 mm Filtergewinde, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Zusammengefahren 85 x 74 mm Größe, also auch extrem kompakt. Und beim Filmen ist mir eines aufgefallen, es hat kein Focus Breathing. Also ein Pumpen der Größe, wenn ich unterschiedliche Entfernungen habe. Das stört bei Video enorm, ne? Und mir ist das aufgefallen, das haben wir hier nicht. Ich will es für euch aber im Studio nochmal ausprobieren, wie es wirklich ist, weil das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert für ein hier relativ preiswertes. Und Preis ist ja auch nochmal eine Geschichte. Das verschweigt man normalerweise bei dem Thema Mittelformatkamera. Aber hier haben wir ja eine Mittelformatkamera zum Preis eigentlich einer Kleinbildkamera. Wir haben hier mit dem Preis von unter 4.000 Euro und für nur 500 Euro mehr mit dem Kit, im Kit mit diesem 35-70er, aber eine extrem interessante Kombination. Was das alles noch kann, zeige ich dann auch gleich nochmal. Also gerade dieses Focus Breathing, da bleibe ich dran für euch. Was noch wichtig ist, mit diesen 62 mm kann ich nämlich sogar mit diesem 35-70er, das entspricht ja grob einem, ganz grob jetzt so 28 bis 56er. Wir haben hier die Möglichkeit, 75 mm Filterscheiben zu verwenden. Der Case K75 kann ja bis 67 mm, also hier überhaupt kein Problem, adaptiert auf dieses 35-70er hervorragend in der Funktionalität. Und hier haben wir auch nochmal den Größenunterschied. Ich habe es ja gerade schon mal gezeigt. Von den Abbildungen her und von der Rundumgeschichte habe ich jetzt einfach mal die Dinge der GFX 100 genommen, also der neueren GFX 100. Und zwar hier von der Seite aus die zwei Schächte. Ist ja heute schon fast Standard. So sieht es von vorne aus. Von der Seite haben wir zunächst mal den Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss, auch zum Laden der USB-C-Anschluss, ein leider kleiner HDMI-Anschluss, also Micro-HDMI und für die Studiofotografen den Blitzanschluss, den PC-Sync-Terminal. Das ist also auf der Seite das Ganze und hier sehen wir auch den einzigen Unterschied zur 100er. Da ist nämlich das Gummikläppchen, ist bei der 50S2 so beschriftet.
Von hinten auch wieder identisch mit der 100er, also die gewohnte Bedienung der 100er. 6 verschiedene Kastenfunktionen kann ich mir vorprogrammieren, also da wirklich sehr, sehr, sehr vielseitig. Und hier sehen wir es auch nochmal mit der Klappe. Ich habe nämlich dann mal einiges ausprobiert, was man vielleicht nicht unbedingt mit der Kamera machen würde, nämlich so ein bisschen in Anführungszeichen Actionaufnahmen. Dazu habe ich mal eine ganz brutale Kombination gemacht, die GFX 50S mit dem 1,4er Telekom-Werter und den 250er, sodass wir hier eine extreme Kombination haben, mit der ich auch dann wilde Tiere fotografieren und filmen kann. Und hier auch mal wieder die Bewegung. Wie gesagt, bei 3 Bildern pro Sekunde muss ich dann schon mal nachdenken, wann ich abdrücke. Aber wir sehen, ich kann das Ganze auch relativ reproduzierbar machen. Sowohl Rudi als auch wie hier Lucky sind da prima gesprungen. Wir sehen auch, runterspringen sieht eleganter aus als hochspringen, vor allem wenn man nur 3 Beine hat, wie der Rudi hier. Aber nochmal runterspringen, um dann hier diese lustige Geschichte zu machen. Und Rudi springt, Lucky guckt dabei zu. Mit dem 110er, das ist ja auch ein relativ kompaktes, 20-110 entspricht einem 1,485er. Im Kleinbildbereich können wir natürlich traumhafte Porträts machen, wollten logischerweise dann auch beide Hunde hier posen, aber auch sehr, sehr, sehr schön für das Thema Still Life, für das Thema Farbe. Hier übrigens die Velvia-Geschichte reingemacht in die Kamera. Wir haben ja, dafür ist Fuji ja auch sehr, sehr bekannt, für diese Filmsimulationen. Da haben wir hier also sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch zum Filmen Eterna Bleach Vipers und so weiter. Also sehr, sehr interessante Dinge, sowohl fürs Fotografieren als auch fürs Filmen. Enorme Schärfe, die wir hier drin haben, enorm vom Dynamikumfang her. Das war heute früh, war das einfach mal so ein bisschen die Eindrücke hier, so vor 6 Uhr der Sonnenaufgang denn da abgelichtet. Aber nochmal die extremen Möglichkeiten, die wir haben. Hier sehen wir den starken Ausschnitt, Lucky am Fliegen. Also das ist natürlich das, was auch das Thema Mittelformat immer attraktiv macht, dass ich einfach wahnsinnig viel Fleisch habe. Und auch bei solchen Dingen, na, hier extreme Schärfe, die wir hier haben, hier abgeblendet auf 32 und dann macht das unwahrscheinlich schöne Sonnensternchen, unser 35-70er, was auch nicht ganz so selbstverständlich ist für ein einfaches Zoom-Objektiv in der Preislage. Und hier sehen wir auch nochmal diesen riesigen Dynamikumfang. Und das sind so auch typische Landschafts-, aber auch Reiseaufnahmen, wo ich vielleicht nicht die optimalen Lichtbedingungen abwarten kann. Das mache ich bei der Landschaftsfotografie ja hoffentlich. Bei der Landschaftsfotografie habe ich auch mal ein Stativ dabei. Hier muss ich vielleicht im relativ düsteren Wald auf 3200 raufgehen. Habe ich hier überhaupt kein Problem mit dieser Kamera. Und zur Reisekamera gehört natürlich auch eine gute Stabilität. Und da zeige ich ja immer wieder gerne dieses Video. Schaut euch das mal an. Ich verlinke es auch unten drin. Das zeigt, wie extrem robust die Fuji Mittelformatkameras sind. Das war es in Kürze zur schönen Kamera. Hier sehen wir es nochmal. Zur Fujifilm GFX 50S Mark II. Und schaut sie euch bei eurem Fotohändler an, ein hochinteressantes Produkt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.